Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, mit der Drucksache 6/5290 legt Ihnen der Petitionsausschuss nunmehr seine Beschlussempfehlung und seinen Bericht zum 21. Tätigkeitsbericht des Bürgerbeauftragten vor. Im Benehmen mit dem Ältestenrat wurde dieser Bericht zunächst in die mitberatenden Fachausschüsse überwiesen und dann in den federführenden Ausschuss des Petitionsausschusses. Wir haben also am 2. und am 23.06. über diesen Bericht getagt und auch beraten. Und während der Beratung des Petitionsausschusses am 2. Juni 2016 stellte der Bürgerbeauftragte seinen Bericht uns vor. Er führte aus, dass im Berichtszeitraum 2015 die Anzahl der neu eingegangenen Petitionen im Wesentlichen nicht gestiegen ist, sondern nur leicht. Wie schon in den vergangenen Jahren umfassen auch im Berichtszeitraum 2015 die vom Bürgerbeauftragten bearbeiteten Fälle im Sozialrecht und Soziales mehr als 50%. Sie betreffen vor allem die Bereiche der Arbeitslosengeld II, der Grundsicherung und der Krankenhilfe sowie den Entscheidungen der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu hat der Bürgerbeauftragte ausgeführt, dass seine Tätigkeit in diesen sozialrechtlichen Belangen zum überwiegenden Teil darin besteht, die Bürger zu informieren, sie zu beraten und Auskünfte zu erteilen. Diese Beratungsleistungen, die von allen im Rahmen von Bürgerbeauftragten regelmäßig durchgeführten Sprechtage erbracht werden, bilden eine sinnvolle Ergänzung zur Tätigkeit des Petitionsausschusses. Und ich darf schon sagen, dass es eine sehr beachtliche Arbeit ist, 50% dieser insgesamt an Petitionen durch Sprechtage und auch telefonischen Entgegennahmen zu bearbeiten. Denn anders als beim Bürgerbeauftragten, der zu den überwiegenden mündlichen vorgebrachten Eingaben berät, prüft der Petitionsausschuss die zwingend schriftlich vorzubringenden Petitionen im Rahmen des Petitionsverfahrens. Neben der Beratung in sozialen Angelegenheiten liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit des Bürgerbeauftragten darin, die Belange behinderter Bürger wahrzunehmen. Als Gegenstand vieler Petitionen sind hier die Eingliederungshilfen, der Betreuungsschlüssel und die Mobilität und Betreuung behinderter Menschen zu nennen. Dabei zielt das Engagement des Bürgerbeauftragten im Berichtszeitraum auch darauf ab, ein weitestgehend barrierefreies Umfeld zu schaffen, was der Petitionsausschuss ausdrücklich begrüßt. Naturgemäß gibt es immer wieder Themenbereiche, die sowohl vom Bürgerbeauftragten als auch vom Petitionsausschuss gemeinsam bearbeitet werden. Zu nennen sei hier beispielsweise die Umsetzung der Inklusion in den Schulen oder die Ausweisung neuer Enteignungsgebiete. Daneben gab es im Berichtszeitraum auch Einzelfälle, die der Bürgerbeauftragte dem Petitionsausschuss vorgetragen hat, da es ihm zuvor nicht gelungen war, ein für die Petenten zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Ich habe gestern von einem so einem Fall berichtet. Auch uns gemeinsam gelingt es manchmal nicht, gemeinsam den Anliegen der Bürger zu entsprechen. Und das bedauern wir sehr. Und ich komme in meinem zweiten Teil in der Rede noch einmal darauf zurück. Der Petitionsausschuss spricht sich daher ausdrücklich für eine weitere gute Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Bürgerbeauftragten und dem Petitionsausschuss, insbesondere bei thematisch gleichen Petitionen, aus. Denn es ist das gemeinsame Ziel des Bürgerbeauftragten und des Petitionsausschusses, die Rechte der Petenten weiter zu stärken und zu gewährleisten, dass bei berechtigten Anliegen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um diese Anliegen zum Erfolg zu verhelfen. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um Zustimmung zum Punkt 1 der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses und unter Punkt 2 empfiehlt Ihnen der Petitionsausschuss, den 21. Bericht des Bürgerbeauftragten verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. Aus diesem Punkt bitte ich um Ihre Zustimmung. Abschließend danke ich dem Bürgerbeauftragten und natürlich auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine gute Zusammenarbeit, die wir erleben durften. Aber auch dazu sage ich im zweiten Teil noch einiges deutlicher und mehr. Dankeschön.